Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, heute mache ich ein besonderes Video, denn ich habe noch nie so ein Video gemacht. Ein Do-It-Yourself. Ich mache heute Schleim selber. Eine Frau, die man nicht mal in die Küche lassen sollte, macht etwas selber. Ja, mal schauen, wie das Ganze klappt. Also ich habe irgendwie ein paar Videos auf Instagram gesehen. Auf YouTube gesehen. Ich bin irgendwie die ganze Zeit auf meinem Instagram-Flow. Ah, by the way, dann könnt ihr mir auch mal hier folgen, wenn ich das schon so sage. Ich habe jetzt ein paar Sachen hier zubereitet. Ich sage, möchtest du mir die Sachen geben? Zuerst einmal brauchen wir eine Schüssel. Ich habe hier... Wow, wie er mir das gibt. Danke! Ich habe hier so eine Schüssel. Ich habe extra was genommen, was so durchsichtig ist, damit ihr auch sehen könnt, was ich da so mache. Dann brauche ich eine Tube Kleber. Dankeschön. Hier habe ich von Uhu einen Bastelkleber genommen. Da stand irgendwie keinen Sekundenkleber, deswegen habe ich einfach diesen hier genommen. Dann brauchen wir Waschmittel. Perwoll. Es war auch noch Schleichwerbung. Perwoll. Da steht, dann gibst du vorsichtig ein paar Esslöffel Waschmittel dazu, bis die Masse schleimig wird. Ja, da müssen wir halt wirklich aufpassen, so nacheinander die ganze Zeit reintun, I don't know. Was ich halt sehr komisch finde, alle haben so ein anderes Rezept, also manche tun halt noch so Natron-Backpulver rein oder Rasierschaum. Also bei jedem fehlt natürlich die Lebensmittelfarbe nicht. Ja, ich habe zwar keine Lebensmittelfarbe, aber ich werde das mit Lidschatten machen. Ich habe einfach so einen Lidschatten von Trend abgenommen. Das ist so ein lilaner Lidschatten von Trend It Up. Den benutze ich nicht und werde ihn, glaube ich, auch nie benutzen. Und was ich halt sehr, sehr cool finde, der Lidschatten ist ja nicht matt, sondern, ups, der hat auch so Glitzerpartikel drin. Deswegen hoffe ich, dass unser Schleim sehr schön sein wird. Leute, ich hätte das eigentlich davor ausprobieren müssen und euch dann zeigen müssen, aber das wird halt sowas wie so ein Live-Test. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Backpulver noch mit einfügen soll. Ich glaube, das tut man, wenn man kein Waschmittel benutzt, oder? Warum bin ich immer so unvorbereitet? So, wir fangen jetzt direkt an. Hier haben wir unseren Bastelkleber. Stell dir vor, das ist jetzt alles unnötig. Ey, das ist von Uhu. Das ist eine gute Marke. Oh mein Gott. Soll man denn alles reintun? Ich hab keine Ahnung, wie viel man da reintun muss. Da stehen keine Mengenangaben. Platz rein. Einfach reintun, ne? Ja. So wie wir das immer machen. Okay, I guess that's it. Dann fügst du eine Tube Lebensmittelfarbe, steht da drauf, aber wie gesagt, ich mache das mit dem Lidschatten hier. Ey, obwohl ich die Farbe nicht benutze, nee, tut mein Herz weh, wenn ich das so rein tue. So. Ehrlich. Oh mein Gott. So, dann mischt man das Ganze halt so zusammen. Das hat so, das ist jetzt nicht unbedingt lila, aber es hat so einen Graustich jetzt. Egal, ist eigentlich auch okay. Einfach schön zusammenrühren, durchrühren. Ja, das macht Spaß. Da steht, dann gibst du vorsichtig ein paar Esslöffel Waschmittel dazu. Ich mache einfach damit, weil da steht ja vorsichtig, das muss halt kein Esslöffel sein. Ich mache das einfach so mit so einem kleinen Löffel. Dann bin ich, glaube ich, vorsichtig genug. Doch, ich sag, guck mal, das ist schon so ein bisschen lila geworden. Mach gleich was. Oh Gott. Was passiert? Kleber? In mein Auge. Ach. Ich glaube, das musst du lieber schnell machen, sonst dreht es. Nein. Aber ich weiß nicht, soll ich auch Backpulver reintun? Einfach so just for fun ein bisschen. Ja, ne Fake. Und danach klappt es nicht, ne? Ich glaube, das wird sogar besser, weil ich das so gemacht habe. Nein? Nein? Okay. Wenn du willst, kannst du dich auch hier hinsetzen. Leute, habt ihr auch Geschwister, die voll Minecraft-süchtig sind? Der trägt sogar Minecraft-Shirt. Also... Ich kenne einfach voll viele, dessen Geschwister einfach Minecraft-süchtig sind. Warum? Das ist einer der beliebtesten Spiele. Ich finde das Spiel sinnlos. Was? Du überlebst. Das Spiel ist sinnlos. Ayayay, Coco Jumbo. Was ist das Problem? Wie ist Miki? Alhamdulillah, okay. Ah, ich sag, warte, ich muss dich ja scheiße behandeln. Damit die Leute denken, dass ich dich hasse. Soll ich dich schlagen oder so? Ich glaube, das ist jetzt gut durchgerührt. So, dann gibst du ein paar Esslöffel
Wurschmittel rein. Es gibt ja verschiedene Arten von Schleim und ich möchte diesen knetbaren Schleim. Ist es der knetbare Schleim? Das weiß ich nicht. Schwein. Es ist der knetbare Schwein. Die sagen vorsichtig und ich habe jetzt schon reingeschissen. Vorsichtig. Ganz reinschütteln. Vorsichtig. So Leute, die Farbe sieht mittlerweile so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Softboxen die Farbe schluckt, aber also das ist schon lila. Aber ja, ich verstehe nicht, warum die in den Kommentaren das schreiben. Was denn? Die Farben sind schlecht und so. Ich verstehe die auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit diesen Leuten schiefgelaufen ist. Wir waren doch lustig drauf, oder nicht? Ja. Wir sind immer so, wir benehmen uns immer so unter Geschwistern. Yusuf und ich reden genauso, wie ich jetzt mit ihm reden würde. Das stimmt richtig, ne? Ey, wie der Blonde. Kleber. Ich glaube, das klappt nicht. Ich tue ein bisschen Backpulver rein. Das steht da zwar nicht drauf, aber ich mach's. Ja, okay, das könnte knetbar werden, ne? Ne? Ich glaube, wird langsam sogar. Ja. Ha! Wenn ich irgendwas mache, dann muss es auch klappen. Scheiße. Ja. Hashtag Fail. Guck mal. Mein Gott, es lebt. Leute, guck mal. Das lebt. Wir haben was erschaffen. Also, ob das gleich so platzen wird oder so. Boah, du hast ein Virus entwickelt. Nein, ich sag mal, das ist ein Schleim. Cool. Aber das ist nicht so ein Schleim, was wir haben. Wie war diese Weiche? Kennst du diese Dinge? Ich habe jetzt nicht verstanden, warum das jetzt so geworden ist. Also, wir haben kein Schleim oder Knete gemacht. Sollen wir noch ein bisschen... Ja, just for fun. Oh mein Gott. Vielleicht knetet das dann. Also mit Slime. Das stinkt noch mehr. Ich sag, warum kriege ich nie was hin? Warum kriege ich nie was hin? Ich glaube, das wird sogar besser, weil ich das so gemacht habe. Ich glaube, zu viel Backpulver, ne? Ja, ich denke auch. Warum sieht es bei den anderen immer so geil aus und warum sieht es bei mir so aus? Warum kommst du von Internet? Guck von YouTube aus. Jetzt traurig. Zum ersten Mal wollte ich ein Do-it-yourself auf meinen Kanal hochladen und man sieht's. Das stinkt so. Das ist lila, oder? Ja, aber es ist wirklich lila. Ne, Isa? Am Anfang sah es so grau aus. Guck mal, Isa weiß, wie man positiv denkt. Leute, wir haben das wenigstens lila hinbekommen. Wenigstens was? Okay, was bringt das? Leute, also wir haben jetzt nicht unbedingt Schleim gemacht. Wir haben Knete gemacht, so. Wir haben alles draufgeknetet. Aber ich weiß ganz genau, was ich machen kann, damit ihr ein Like für das Video gibt. Macht doch einen Daumen hoch. Die geben sogar extra ein Dislike dafür. Leute, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr einen richtigen Schleim seht. Was dieser Fail wird. Ich werde es davor sogar extra die ganze Zeit ausprobieren. Es gibt natürlich genug Schleimvideos auf YouTube, aber nicht so eins, was ich mache. So Leute, ich habe jetzt sehr, sehr lange gebraucht, damit ich das hier mache. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich habe wirklich lange gebraucht, auch wenn es nicht nach Daumen nach oben aussieht, aber ich habe es versucht. Ja, putzt eigentlich. Du, was denkst du, warum ich dich hierher geholt habe, damit du das hier alles putzt? Nicht, weil ich dich lieb habe. So Leute, tut mir wirklich leid, ich habe wirklich versucht, einen Schleim zu machen, aber ich werde sogar ganz groß schreiben, dass es ein Fail ist, damit die Leute nicht sagen, hey, das ist doch kein Schleimvideo. Was hast du da gemacht? Es ist ein Fail-Video gewesen, damit ihr Bescheid wisst. So, und das mache ich jetzt auch wieder kaputt. Das kommt auf jeden Fall in den Müll. Meine Mama bringt mich um wie in den Tisch. Aber... Wir haben ein Virus entwickelt. Wir haben ein Virus entwickelt.
Auf jeden Fall bedanken wir uns fürs Zuschauen und wie gesagt, falls ihr ein richtiges Schleimvideo sehen wollt, ich werde die ganze Zeit versuchen, einen Schleimpunkt zu bekommen. Und schreibt mir bitte, wie es bei euch war, also ob es bei euch geklappt hat mit dem Schleim oder ob es halt genauso wie bei mir war, weil ihr habt bestimmt auch schon mal versucht, einen Schleim zu machen, ne? Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.